Eine Frontalkollision forderte heute um 15 Uhr im Hieflertunnel ein Todesopfer. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau beim Fahren mit ihrem Handy telefonierte. Ein Crash mit einem Kleintransporter verursachte einen toten Jugendlichen. Jeder dritte Unfall in Österreich ist durch Ablenkung verursacht und somit Unfallursache Nummer 1. Gemeinsam mit dem ÖAMDC wagen wir heute mit Smartphone und Dummies den Härtetest. Ein großes Thema im Straßenverkehr ist die Ablenkung. Und zum Beispiel, wenn man aufs Handy schaut, ist es ungefähr so, wie wenn man mit 0,8 Promille unterwegs ist. Und das zeige ich euch einfach jetzt einmal. Fahrtechniker Matthäus Ratner steigt ins Pedal. Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h liegt sein Fokus auf dem Handy. Würde nun jemand die Straße überqueren, so hat er null Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren. Es ist natürlich so, wenn man dann eine Nachricht kriegt, ist natürlich der Fokus nur auf der Nachricht und vergisst eigentlich komplett aufs Autofahren. Und da passiert natürlich dann auf einmal, wie jetzt gerade passiert ist, was ganz unerwartet ist, was man einfach nicht mehr im Griff hat. Da sollte man sehr bewusst sein, was man da anrichten kann, wenn man nicht aufpasst oder aufs Handy schaut oder sich ablenken lässt. Wenn man an manchen Stellen halt sehr schnell fährt, ist halt das ein kurzer Schau aufs Handy, legst du halt mit dem Auto viel mehr zurück, als wenn du zu Fuß auf dem Weg bist. Und wenn da irgendwas passiert in der einen Sekunde, wo du nicht schaust, ist halt mit dem Auto fatal. Ein kurzer Blick aufs Handy kann also verheerende Folgen haben, denn in einer Sekunde Blindflug legt man eine Strecke von 15 Metern zurück und das bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Auch die 17-jährige Sarah macht für uns den Crashtest. Ich voll gerissen, also es war echt voll der Schock, ich zitter auch gerade am ganzen Körper. Also es ist wirklich total arg, also wenn du da reinfährst, nachher denkst du dir so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Also es ist echt total arg. Man muss sich jetzt natürlich vorstellen, das war jetzt nur ein Dummy, aber es kann natürlich dann auch eine Person sein dann im Straßenverkehr. Ich glaube, dass vor allem Jugendliche sehr gefährdet sind, weil sie halt in ihrem täglichen Leben das Smartphone benutzen und leider Gottes unter anderem auch im Auto, und das belegen auch die Unfallzahlen. Wir haben in den letzten 5 Jahren 48 Tote durch Ablenkung. Das ist noch immer der häufigste Unfallgrund. Also Hände ans Steuer und Augen auf die Straße, denn eine kurze Ablenkung kann Leben kosten.